ist Doris Sachleitner. Ich bin verheiratet, 32. Ich bin Alleinsekretärin in einer Handelsfirma. Und ich habe 8 Geschwister, 5 Schwestern und 3 Brüder. Ich bin die Einzige, die klein ist. Und ich bin 1,18 Meter gross. Mein Name ist Kirsten Achleitner. Ich bin 30. Ich bin verheiratet. Ich arbeite für die Schweizer Grossbank im Akkreditivsektor. Ich habe 2 Geschwister, eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder. Und die sind beide zusammen normal gross. Und ich bin 1,28 Meter gross. Ich habe ein Osteogenesis imperfecta. Das ist ein Volksmund- und Glasknochenkrankheit. Das bedingt einfach, dass die Röhrknochen nicht recht ausgebildet sind. Und ich hatte sehr viele Brüche als Kind. Ich hatte auch Probleme mit dem Gehör im Erwachsenenalter. Das konnte man aber operativ jetzt beseitigen. Und sonst habe ich eigentlich kein Problem. Ich habe eine Chondrodystrophie. Das ist eine Krankheit der Knorpel. Bei mir wirkt es im Speziellen aus, dass ich sehr kurze Oberarme habe und sehr kurze Oberschenkel. Im Speziellen habe ich noch ganz schlecht ausgebildete Hüftgelenke. Und sonst habe ich eigentlich keine weiteren Schwierigkeiten. Was musst du für eine Fahrt haben? Also ich bin auch daheim geboren, wie meine Geschwister, die alle zusammen auch. Und dann hat Hebamme festgestellt, dass irgendetwas mit meinem Kopf nicht ganz gleich ist wie bei den anderen. Aber sie hat eigentlich nicht weiter können sagen, was nicht gut ist. Und mit 4 Wochen habe ich das erste Mal etwas gebrochen, also den Arm. Und dann sind die Eltern mit mir zum Arzt und dann auch ins Spital. Und dort hat man natürlich sofort gesagt, ja, das ist eine Kindsmisshandlung. Das Baby mit 4 Wochen, das hat doch nicht etwas gebrochen schon. Und auf das aber hat man den Eltern angedroht, dass man sie wird verzeigen bei der Polizei. Und dann hat meine Mutter noch mal gesagt, also, was meinen Sie eigentlich? Ich hatte 5 Kinder schon vorher und jetzt haben sie das Gefühl, ich darf den 6. abschlagen und das misshandeln. Auf jeden Fall sind die nicht darauf eingegangen, haben das den Eltern gesagt, die haben dann auch müssen gehen. Und einen Tag später hat mir den Eltern wieder angerufen und gesagt, Frau Pollinger, es tut mir furchtbar leid, Ihre Tochter hat beide Oberschenkel gebrochen. Wir haben das vermutlich beim Wickeln die Beine, die Füße aufgeklüpft und das haben die Oberschenkel nicht mehr leiden. Und ihre Tochter hat die Behinderung Osteogenesis imperfecta. Ich bin natürlich mehr gekrabbelt auf allen Vieren. Ich bin eigentlich nachher auch, als ich dann älter geworden bin, auf allen Vieren gelaufen, also wie ein Säffli. Ich war aber sehr flink gewesen. Also ich war schnell gewesen auch. Und bis 7-jährig hatte ich über 50 Knochenbrüche gehabt. Wobei es vor allem die Schienbeine, Oberschenkel. Ich habe aber auch das Schlüsselblatt zweimal gebrochen. Ich habe das Schulterblatt gebrochen. Und die Finger habe ich auch vereinzelt gebrochen. Also eigentlich das meiste bis 7-jährig. Christian Achleitner war sicher ein sehr grosser Lausbub, der alles gemacht hat, was Gott verboten hat, der alles probiert hat,
wo er auch während seiner ganzen Jugend, vor allem in der Primarschule, alles mitgemacht hat. Also ich hatte auch während der Schule überhaupt nie eine Dispens von einer Schulreise oder eine Dispens von einer Turnstunde oder irgendeine zustiegende Dispens. Ich habe alles mitgemacht. Ich hatte das Glück, dass ich immer Lehrer gefunden habe, die Rücksicht genommen haben, die vielleicht halt die Schulreise eine Stunde weniger lang gewandert ist. Dafür habe ich eine Stunde länger noch jemand verweilt. Von dort hatte ich ein riesen Glück gehabt. Ich bin wie normale Kinder geshooten. Wir haben Hockey gespielt auf dem Pausenplatz. Ich hatte ein Rollbrett, ich habe alles gemacht. Was hat Ihnen als Kind am meisten zu arbeiten gemacht, wegen Ihrem körperlichen Handicap? Ich muss ehrlich sagen, als Kind kann ich mich nicht erinnern, dass ich je ein Handicap hatte. Mir war es eigentlich gar nicht bewusst. Mir ist es erst bewusst, als ich in die Pubertät gekommen bin. Und es war die schwierigste Zeit für mich mit Abstand. Die Zeit zwischen 14 bis etwa 20-jährig. Das war für mich eine wahnsinnig harte Zeit. Was war schwieriger in dieser Zeit? Ja, es war einfach so, alle die Kollegen und so, wir haben dann einfach gemerkt, man ist anders, man kann nicht mehr mithalten. Man hat plötzlich dann auch in der Sekundarschule, nachher später in der Berufsschule, hat man Dispensen gebraucht. Wir haben dann nicht mehr mitmachen. Und ein Kollege irgendwie am Wochenende irgendetwas geplant hat, irgendeinen Berg durch oder sind Skifahren oder so. Wir konnten schon Skifahren, aber wir durften nicht mit ihnen mitkommen, weil wir durften nicht mithalten. Und dann haben sie das erste Mal ihre Freundinnen und ihre Schätze. Und es war schwierig, eine Freundin zu finden, die zwei oder drei Köpfe grösser war als er selber. Also, Mal habe ich die Mädchen oder die Frauen nicht begriffen. Heute begreife ich es. Also, ich glaube auch Mühe heute mit einer Frau, wenn sie drei Köpfe grösser wäre als ich. Also, ich will das nicht mehr. Also, das erste Mal richtig bewusst war schon eigentlich in der Pubertät. Also, das war für mich sehr eine schlimme Zeit, weil ich eigentlich auch immer dazu gehört habe und auch Welle dazu gehören. Also ich war nicht die, die abseits gestanden ist. Ich war vielleicht ein bisschen schüch, aber ich war gleich immer bei den Leuten. Und dann ist einem einfach bewusst worden, wenn die anderen die ersten Schulschätze hatten oder wenn sie in der Schule so Partys gemacht haben. Oder irgendwie, wenn sie von etwas geredet haben in diesem Alter, eben Schatz und so. Und dann haben sie gesagt, ja, du, Doris, du kommst sowieso nicht raus, du kannst sowieso nicht mitreden. Und das ist sehr, das hat einem sehr wehgetan. Das war eine harte Zeit. Wie habt ihr euch kennengelernt? Also wir haben uns kennengelernt in der Vereinigung kleiner Menschen der Schweiz, an einem Treffen in Lisa. Und dort sind wir uns das erste Mal begegnet. Also nein, es zwei haben begegnet, aber dort sind wir uns das erste Mal aufgefallen. Charms, whenever I want you, all I have to do is dream. Also bevor wir geheiratet haben, habe ich gesagt, ich will, dass wir zu einem Genetiker gehen, dass wir genau abklären, wie wir die Krankheit, also der Kleinwuchs von ihm und von mir, wie können wir das auf ein Kind übertragen. Und der Christian hat eigentlich immer gemeint, er sei rezessiv vererbbar, das heisst, dass er nicht seine Behinderung direkt im nächsten Kind weitergeht. Und bei mir, ich habe gewusst, dass ich dominant vererbbar bin, also dass ich meine Behinderung direkt in meinem Kind könnte weitergeben könnte. Und dann sind wir ins Kantonsspital auf Luzern zu einem Professor und haben das genau abklären lassen. Und das Erste ist eigentlich, als er gesagt hat, als wir zu Türen reingekommen sind, aha, zwei dominant vererbbare. Und dann hat er sich natürlich dann schon gesagt, nein, ich bin rezessiv vererbbar, also ich kann es nicht direkt weitergeben. Und das ist aber herausgekommen, dass einfach beide unsere Behinderung können weitergeben können in meinem Kind. Ist das für Sie eine schmerzhafte Entscheidung gewesen? Das war sehr schmerzhaft, aber wir mussten uns einfach gesunden Menschenverstand walten lassen. Ich meine, eine Chance, dass von vier Kindern eins gesund ist. Und das heisst, also drei andere sind behindert. Ich habe immer gesagt, okay, wenn es meine Behinderung hat, dann kann es vorleben. Wenn es Behinderung hat von der Frau, dann kann es die Frau ihm vorleben, wie es geht.
Aber was machen wir, wenn es Behinderung hat von beiden? Ist das Kind überhaupt lebensfähig? Und was passiert, wenn das Kind nicht lebensfähig ist und wir das Kind nach einem Jahr verlieren und wir aber genau wissen, ein zweites Kind können wir nicht haben? Dann haben wir irgendwann müssen halt unsere Gefühle unterdrücken und den gesunden Menschenverstand halten und dann müssen wir sagen, also. Und aus diesen Voraussetzungen liegt es einfach nicht drin. Den Wunsch nach einem eigenen Kind gibt es den noch immer? Ich muss sagen, den habe ich etwa seit ich 30 bin, würde ich einmal sagen, ist das für mich kein Thema mehr. Aber es war natürlich vorher sehr schlimm, wenn ich ein Baby gesehen habe. Mutter mit dem Baby, das hat mir fast das Herz abgetötet. Also, da musste ich eigentlich brüllen, weil ich hätte einfach wirklich gerne Kind gehabt. Ich habe Kinder wahnsinnig gerne, aber ich musste einfach sagen, nein. Und das zu akzeptieren und zu überwinden. Aber heute muss ich sagen, macht mir das nicht mehr aus. Also durch Behinderung ist natürlich eingeschränkt, was man überhaupt machen kann. Aber mein Traumberuf ist immer, ich wollte immer etwas machen mit Leuten. Also Stewardess hat mir einfach wahnsinnig gefallen. Aber ich musste natürlich gleich feststellen, dass das nicht möglich ist. Weil schon von der Körpergröße her und natürlich von der Behinderung her. Also hat es eigentlich nur eins gegeben, Berufswahl. Und das war irgendetwas auf dem Büro gewesen. Natürlich x Bewerbungen losgelassen und ich habe natürlich reingeschrieben, dass ich ein bisschen behindert bin, also mit zwei Stöcken gehe. Und das sind die fadenscheinigsten Antworten, sind retour gekommen. Ja, sie hätten jetzt jemand anderen müssen berücksichtigen, wo schon eine Tochter von jemandem, der dort arbeitet, oder? Und dann haben wir nicht aufgegeben und weitergesucht. Und dann hat sich jemand gemeldet, Bekannte, und hat gesagt, könnt doch mal bei der SUBA anfragen, die suchen auch immer Leute. Und so bin ich zuletzt bei der SUBA gelandet, damit ich eine Bürolehre anfangen konnte. Also Bestellbewerbungen, grundsätzlich schreibe ich nicht mehr rein, dass ich behindert bin. Weil ich bin zum Teil angelaufen, dass die Leute mir gerade schon das Zeug wieder retour geschickt haben, also postwendend praktisch. Und der, wo ich nicht mehr reingeschrieben habe, dass ich behindert bin, dass ich einfach meine Zeugnisse beigelegt habe, meine Referenzen, dass es plötzlich gegangen ist. Es ist schon ein Posten, den man besetzen will, und man muss die und die Anforderungen mitbringen. Und wenn man die erfüllen kann, ist das andere nebensächlich. Oh, ich bin da. Zwei Plattformen. 1640-284. Sind die schon reingekommen? Die haben wir bestellt. Die haben wir bestellt, aber die sind noch nicht da. Nicht? Nein. Also, dann muss man anrufen. Gut, merci. Bitte. Empfindet Sie das Kleinsein als einen Makel? Nein. Man kommt genau gleich durchs Leben. Vielleicht auf eine andere Art, aber es kommt genau gleich. Trotz allem. Fühlen Sie sich behindert? Nein, in meiner gewohnten Umgebung nicht. Dort, wo ich mich so eingerichtet habe, wie es mir am ringsten geht, auch in der Berufswelt, wie hier daheim privat. Nein. Weil wir natürlich erfahren haben, dass hier Behinderte gerecht bauen, haben wir uns sofort gemeldet. Und dann haben wir eigentlich auch gerade darauf eine Wohnung zugesagt bekommen.
Und dann ist der Architekt einmal zu uns gekommen, in der anderen Wohnung, und hat uns Mass genommen, dass er eigentlich die Kombination, die Arbeitsfläche auf die richtige Höhe bringt. Wie hoch ist die denn jetzt? Die ist jetzt 75 cm. Und wie viel tiefer ist das als normal? Etwa 20 cm tiefer. Ja. Und man hat natürlich auch geschaut, dass der Kühlschrank weiter unten ist. Ja. Dass der Backofen auf Augenhöhe ist. Jawohl. Oder? Weil der wäre sonst normalerweise auch viel höher. Jawohl. Und dafür hat man einfach auch Auszugsschubladen gemacht, statt Schranktürli. Weil das ist einfacher zum Ware rausnehmen. Dann haben wir natürlich auch hier, bis zum zweiten Tablar, das geht tipptopp, kann man hier Geschirr rausnehmen. Und zu oberst hat man einfach die Sachen, die man ganz selten braucht. Im Alltag, wo gibt es für Sie besondere Schwierigkeiten? Also da wäre sicher mal der öffentliche Verkehr, den ich eigentlich praktisch meiden muss, weil das ist schwierig, immer ein- und aussteigen. Das sind sehr steile Treppen für mich gefährlich. Nasse Steckenhäuser mit Ausrutschen, mit Stöcken. Das ist natürlich auch im Wohnbereich, also Storren, wo man rauflassen muss, dass man kaum an die Kurbel her mag. Was ich natürlich auch nicht habe, das ist ein Stuhl, wo ich jetzt wirklich einen ganzen Abend lang bequem drinnen sitzen könnte. Das gibt es einfach nicht, das müssen wir jetzt wirklich speziell anfertigen lassen. Und warum machen Sie das nicht? Ja, eben. Ich sage, ich mache es dann wohl, aber bis heute habe ich immer noch keinen. Gerne zwei Billette für die Herbstmesse. Ja, das ist manchmal sehr schwer. Also, es gibt schon, wenn ein Kind schaut, dann kann ich das verkraften, dann ist mir das auch gleich. Oder wenn ein Kind zu mir kommt und mich irgendetwas fragt. Aber wenn die Kinder anfängt zu lachen und mir nachlaufen und nachspringen, dann habe ich wahnsinnig Mühe. Also, dann möchte ich am liebsten, dass ein Loch aufgeht, ich drin runter kann und weg bin. Weil irgendwo sind dann einfach Situationen, wo einem wahnsinnig Stress sind. Was für Sprüche empfinden Sie als besonders verletzend? Wenn mir jemand sagt, du kleine Kaib oder du Bodensori. Das kommt vor? Das kommt vor. Wie reagieren Sie denn? Meistens habe ich das schon das Rechte parat. Also ich bin eigentlich auch noch recht schlagfertig. Aber es gibt natürlich Situationen, wo man auch nicht gut getroffen ist. Und der verletzt einem das schon sehr. Da ist man einfach in sich eingeschlossen und muss das so hernehmen. Denken Sie, dass es eine Verbindung gibt zwischen dem sozialen Status und der Körpergröße eines Menschen? Ja. Zum Beispiel? Ja, also das sieht man in der Berufswelt. Ich meine, also wir müssen uns alt, wir müssen viel mehr beweisen, dass wir etwas können. Und meine, wir hören das einfach, wir haben Schwierigkeiten, auch wenn es darum geht, irgendwie weiterzukommen im Beruf oder so. Wir haben es viel schwieriger als, wir trauen uns viel weniger etwas zu, als wir gross gewachsen. Welche Arten von Diskriminierungen sind für Sie die schlimmsten? Wenn ich merke, dass es Leute gibt, die mich verstecken wollen, die irgendwie Angst haben, wie reagiert der andere auf mich? Das macht mich also putzstaubig verrückt. Weil ich sage, jeder Mensch muss mit dem lernen umgehen. Auch dass halt nicht alle perfekt aussehen. Oder nicht alle den Normen entsprechend sind. Und es ist auch für den anderen auch irgendwo durch eine Bereicherung irgendwo. Dass er weiss, es gibt ja zum Glück auch noch Leute, die etwas anders aussehen als ich. Oder als
die sogenannte Normalen. Welches wären Ihre dringendsten Wünsche oder Anliegen an die Umwelt oder an die Gesellschaft als kleinwüchsiger Mensch? Dass man uns so akzeptiert, wie wir sind. Dass man uns als vollwertige Menschen akzeptiert. Und dass man uns wirklich das zutraut, dass man Grossen zutraut. Und in erster Linie nicht unsere Leistungen streng bewertet, als man bei anderen Leuten die Leistung bewertet. Wenn Sie den Supertreffer im Lotto würden gewinnen, was würden Sie sich wünschen? Dann würde ich reisen, bis zum geht nicht mehr. Weil mich faszinieren einfach schon andere Länder. Und das ist schon. Das würde ich sicher machen. Also ich würde meine Koffer packen und hier alles abbrechen und gehen. Wenn Sie in ein Hotelzimmer kommen, ist das Hotelzimmer ja nicht für Sie eingerichtet. Mhm. Der Spiegel ist zu hoch, das Brünneli ist zu hoch, die Badwanne ist zu hoch, Duschen ist zu hoch. Wie können Sie sich da helfen? Mhm. Also gut, meistens haben wir selber einen Spiegel dabei. Das ist schon mal das Problem gelöst. Wenn es halt einen Schrank im Zimmer hat, wo man seine Kleider aufhängen, wo man sich halt irgendwie mit dem Stuhl behelfen oder irgendjemand rufen vom Personal, dass einem Kleiderbügel abgeben und dann tut man es halt irgendwo außen aufhängen. Es sieht vielleicht halt nicht so schön aus, aber es ist zweckmässig und es gibt immer eine Lösung. Sie melden sich nicht zum Voraus beim Hotel anmelden und sagen, dass Sie klein sind und dass Sie ihnen zum Beispiel Stimmel bereithalten sollen? Nein, weil das Problem ist, ich schaue mich ja nicht als jemand an, dass ich Sachen nicht machen kann. Das kommt mir selber nicht in Sinn. Und darum, ich bin so in dieser Welt integriert, dass mir das gar nicht in Sinn kommt. Ich merke einfach, wenn ich die Situation vor Ort sehe, ah ja, aber es ist schon manchmal lustig. Also, weil man einfach so integriert ist, sieht man sich gar nicht mehr als Kleinwüchsig. Ich heiße Andreas Graf, ich bin 25. Ich habe bei der ABB technische Zeichner gelernt. Ich habe 4 Brüder und 1 Schwester. Sie sind alle normal gross. Ich bin der einzige Kleinwüchsige in der Familie mit 1,22 m. Ich habe kleinere Beine, ich habe kleinere Arme, ich habe krumme Füße. Aber sonst bin ich eigentlich ganz normal. Während dem Wachstum sind immer wieder so Erscheinungen auftreten. Einer war zum Beispiel, dass ich einen harten Muskelschwung hatte. Also hat es mir die Oberschenkelmuskel zusammengezogen. Und durch das habe ich dann mit dem Rücken ausgeglichen und dann wirklich sehr rund angestanden. Und in einem Spitalaufenthalt war dann mal, da hat man Zähne vom Muskel angeritzt. Und dann bin ich 4 Wochen in einem Streck- oder Spreizbett hineingelegen. Da hatte ich ein Gewicht an jedem Bein gehabt. Ganz flach gelegen immer auf dem Rücken und hat mir den Muskel auseinander ausgezogen. Ist aber nicht so ein grosser Erfolg gewesen. Sich chirurgisch verlängern, ist das für Sie mal ein Thema gewesen? Also jetzt sicher nicht mehr. Nein, nie. Wenn es die Eltern machen lassen hätten, hätte ich nichts dagegen sagen können, aber ich bin jetzt froh, dass sie dort nichts gemacht haben. Weil jetzt bin ich eigentlich schon eine Attraktion, wenn ich irgendwo komme und wenn du 1,50 bist, wo willst du kleine Sicht kommen weg da? Weiss man dann etwas, warum dass sie klein geworden sind? Ein Mangel von Wachstumshormonen. Also meine Knochen sind einfach zu wenig gewachsen nach der Geburt. Bei der Geburt war ich relativ normal gross, ich glaube 48 cm. Und schön. Aber dann bin ich einfach sehr wenig gewachsen. Was hat Ihnen als Kind am meisten zu arbeiten gemacht? Also mit
14 hätte ich ja gerne angefangen, Töffli zu fahren. Zum Beispiel. Als Kind selber, vor 14, habe ich es eigentlich eher genossen, weil ich bin doch ich bin der Jüngste, aber ich bin doch auch bevorzugt behandelt worden, jetzt auch von den Eltern. Und ja, es hat meistens Freude gehabt. Was heisst das, bevorzugt behandelt? Ja, wie soll ich sagen, bevorzugt? Verwöhnt? Ja. Aber für ja, verwöhnt, ja. Also, man hat mehr gemacht für mich, wie für andere, jetzt für die anderen Brüder. Aber die sind auch selbstständig, sie sind raus und fort und weg. So in dieser Beziehung. Und in der Schulzeit war immer ein Traumjob Berufsfischer. Und dann bin ich dort einmal, hat das der Vater für mich arrangiert, zu einem Berufsfischer im Halbwillensee, Hotel Delfin. Dann habe ich dort eine Woche geschnuppert, wobei ich habe immer noch ein bisschen Küche geholfen, ein bisschen Rüben und Hörnöpfe gestellt. Dafür hatte ich gratis Kosten Logie. Aber nach dieser Woche kann ich mir so sagen, nein. Weil nur immer die gleichen Fische, 300, 400 Kilo, das ist mir verleidet. Und dann bin ich halt dann einmal, gut, es war nie möglich, dass ich da konnte. Es war ein Traumjob früher. Und dann bin ich halt einmal zu einem Berufsberater gegangen, Ende der vierten Sek. Gerade zu der ABB. Und da hat man dort auch x Tests gemacht, was man machen könnte, so, wenn ich Interesse habe. Und dort haben sie dann herausgefunden, eben, technisch irgendwie beworben habe ich eigentlich als Maschinenzeichner bei der ABB. Angekommen bin ich als technischer Zeichner. Wobei, da bin ich gerade froh gewesen jetzt drüber. Weil mit Elektro habe ich nicht so viel am Hut. Sie sind CAD-Zeichner. Was ist Ihre Aufgabe? CAD heisst Computer Aided Design, auf Deutsch computerunterstütztes Zeichnen. Und meine Aufgabe ist, der Ingenieur kommt mit einer Vorlage, wo er von Hand seine Änderungen eingetragen hat, Neuigkeiten. Und ich muss die Änderungen mit dem CAD-System sauber rein aufs Papier bringen. Was war für Sie bisher die schwierigste Lebensphase gewesen? Ja, schwierig. Was heisst schwierig? Jetzt zum Beispiel, jeder Junge fährt mit 18 Jahren auf Auto fahren. Ich hätte ja können, aber die Stütze nicht gehabt und die Grösse und vielleicht auch noch ein bisschen den Mut. Ich kann schon wählen, aber doch gewartet, bis ich 23 war. Ja, das zum Beispiel. Oder eben mit 14 einfach das Töffli fahren. Dort musste ich schon schauen, dass ich vielleicht den Anschluss nicht verliere zu den Kollegen. Weil mit dem Velo hat natürlich auch sehr viel angehängt. Habe ich gut können. Ja. Aber sonst, ich kann schlecht sagen, jetzt, wo ich Mühe hatte. Wirklich. Haben Sie eine Freundin? Nein. Wollen Sie auch keine? Weil schon. Aber gut, ich habe mich nicht so gross damit befasst. Momentan. Und sie ist auch mit den Kollegen, wenn du immer mit denen rumziehst, sicher siehst du einen Haufen hübsche Frauen. Aber ich habe noch nie gross eine angesprochen. Ich bin am Arbeiten. Haben Sie sich schon mal verknallt in ein Mädchen? So mit Herzflattern und so. Jetzt vielleicht mal drei, vier, so wenn, kann man sagen, Liebe auf den ersten Blick, aber eben dann. Und sie ist wieder weg, nicht mehr gesehen, so in dieser Art. Es gibt schon hübsche Frauen, schon. Tut denn das nicht weh? Mm.
Vielleicht habe ich bald daran gewöhnt. Sprüche machen. Was sind denn das für Sprüche? Also ein Spruch, den ich schon gehört habe, hat es geheissen, wo willst du kleine Sicht da? Aber ja, also, aber es war mir ein Witz gewesen. Und ich habe mir das doch dort erlaubt und habe ich gefragt, ja weißt du, wie gross bist denn du? Dann hat er gesagt, ja 1,80. Dann habe ich nur gesagt, gar nicht gewusst, dass man Scheiße so hoch biegen kann. Dann hat er nicht mehr gesagt. Aber sonst werde ich wenig abpöbeln, wirklich. Wenig oder gar nicht, kann man sagen. Aber nicht so, dass ich es merke. Haben Sie das Gefühl, wenn Sie nicht kleinwüchsig wären, wären Sie ein anderer Mensch geworden? Ich wäre anders. Weil, wie soll ich sagen, ich bin klein, ich bin schwach auch gegen einen Erwachsenen gegenüber. Also ich kann mich nicht mit den Füßen wehren und ich habe relativ gutes Mundwerk, also, ja. Und ich tue mich sehr viel mit dem Mundwerk wehren, die Sprüche und so. Aber irgendwie, ich weiss, es ist schlecht, aber ich würde auch mal gerne reinschlagen. Deutsch gesagt, eben, weil, wenn ich mich anschaue, wenn ich meine Brüder anschaue, ich wäre auch gross und ich sehe gerne Bodybuilder und so und es würde mich schon reizen und gebt es mal eins aufs Auge, statt dem Spruch. Markus Bürgler. Ich bin 43. Ich bin in einer Familie aufgewachsen mit 10 Kindern. Meine Geschwister die sind alle normal gross, auch meine Eltern. Ich bin Buchhalter in einem Baugeschäft. Ich bin geheiratet seit 13 Jahren und ich bin 1,22 gross. Mein Name ist Barbara Bürgler, bin verheiratet, bin 43 Jahre alt, komme aus Norddeutschland, habe normal große Eltern und einen Bruder. Ich bin 1,28 groß und vom Beruf bin ich Hausfrau. Meine Krankheit, die ich habe, nennt man Achondroplasie. Das kann jeder treffen bei der Geburt. Das typische Merkmal an dieser Krankheit sind zu kurze Arme und zu kurze Beine. Es können aber auch noch andere Sachen dazukommen. Bei mir ist dazugekommen, dass ich auf einem Auge blind bin. Ich habe Achondroplasie, das ist eine Knochenknorpelkrankheit, habe zu kurze Beine und zu kurze Arme und mein Gehörgang ist verengt. Das ist Schicksal, medizinisch kann man nichts machen. Wir haben uns in Hamburg kennengelernt durch die Vereinigung kleiner Menschen. Die haben einen Herbstball gegeben und dann ist plötzlich der Markus aufgetaucht. Ist das so gewesen? Ja, das ist so gewesen. Das ist eigentlich die richtige Version. Mir ist einfach so gewesen, ich habe noch, ja, wenn man jetzt so vom Bau redet, ich habe eine andere Baustelle in Bochum gehabt und bin dann aber gleich auf Hamburg an das Clubtreffen und habe Barbara getroffen und haben dann den Vorzug der Barbara gegeben.
Lärm im Alltag macht uns am meisten Schwierigkeiten, dass alles für uns zu hoch ist, dass alles nicht für unsere Dimension gemacht ist. Sei es nun Bankschalter, Bahnschalter, Bankomatkarte, also Bankomaten, dann natürlich auch vielmals sind die Liftknöpfe gar nicht auf unserer Höhe angebracht. Sagen wir auch gewisse Trottoirränder oder gewisse Stege sind zu hoch für uns oder unbequem. Natürlich sämtliche Sessel im Theater. Die hohen Gestelle, die Tresen, die ziemlich hoch sind, in der Wurstabteilung, Käseabteilung zum Beispiel. Das heisst, sie sind immer wieder auch in Situationen, wo sie auf Hilfe von anderen angewiesen sind. Ist das für Sie etwas Unangenehmes? Ja, hier und da schon. Wenn man im Laden ist und man findet keinen, der einem helfen könnte. Also das nervt mich, wenn ich jetzt jemanden suchen muss, der mir was runtergibt oder zeigen soll. Das nervt, aber sonst im Allgemeinen. Man lebt damit. Von oben runtergeht, der Aufschnitt da. Ja. Der eine, danke vielmals. Die Auswahl ist natürlich dann auch beschränkt. Man hat dann nicht die Zeit, sich 7 verschiedene Specke anzuschauen, bis man den Megerst herausgefunden hat. Sondern man nimmt dann den ersten Besten, den die Leute runtergeben. Und dann kommt noch die heutige gestresste Welt dazu, wo jeder im Stress und im Rennen und im Sputen ist. Die Leute haben manchmal gar keine Zeit oder wollen sich gar keine Zeit nehmen für uns, um uns zu helfen, oder? Ich glaube, die Mobilität wird für uns zum Problem, sobald wir wahrschleppen müssen. Sagen wir, man kann einen kleinen Fussmarsch liegt immer noch drin, man kann mit einem öffentlichen Verkehrsmittel irgendwo hinfahren. Sobald wir aber irgendwo etwas tragen, dann ist natürlich ein Auto eine bedeutende Verringerung von dem Ganzen, als wenn man alles mit dem Zug muss mehrmals umsteigen und umschleppen. Das ist natürlich dann schon ziemlich anstrengend. Da ist man am Abend fix und fertig nach 3-mal umsteigen. Wie ist das bei Ihnen, Frau Bürgel, mit den Kleidern? Also Kleider können wir schlecht ab Stange kaufen. Vieles müssen wir anfertigen lassen. Oder ich tue sehr viel jetzt selber ändern, was viel zu lang ist. Das ist Abänderungen ist hier und da sehr teuer. Also zum Beispiel Mantel und Winterjacken ist extrem, wo ich jetzt nicht selber mache und auch nicht selber machen kann. Also ich bin in der glücklichen Lage, dass ich nicht viel repräsentieren muss. Ich kann also mit Jeans und T-Shirt und Pullis arbeiten. Da ist das nicht mit derartigen Kosten verbunden, wenn ich denke, zum Beispiel ein Bänkler, der doch eher muss ständig mit Schlips und Hemd rumlaufen muss. Aber es gibt natürlich nichts für mich abstangen. Also das ist vielleicht Zöcken und die Schuhe. Und sonst macht meine Frau tut alles für mich abändern. Hemper muss ich anfertigen lassen, weil natürlich zu der Armlänge auch sagen wir, die Halsweite und so nicht ganz stimmt. Und das ist natürlich jedes Hemd. Das ist so in der Grösse 120 bis 150 Franken, die man da anfertigen lassen muss. Haben Sie Anspruch auf Entschädigung von den zusätzlichen Auslagen, die Sie haben für Kleider oder Schuhe? Wir haben bisher unter den Kollegen auch noch keine Möglichkeit gefunden, für Kleider eine Entschädigung von der IV zu fordern. Das Einzige, was ich bis jetzt von der IV schon mal bekommen habe, war an meinem Autoumbau. Das ist der Spezialumbau, den mir dann die IV gezahlt hat. Ich habe mein Auto umbauen lassen. Ich habe eine Doppelpedalerie, die mein Strassenverkehrsamt vorgeschrieben hat, damit das Auto jederzeit umrüstbar ist. Die Pedale kann man aufklappen. Dann ist da ein zweiter Boden drin, den man rausnehmen kann. Und meine Sitzfläche ist da verkürzt, dass mein Gelenk da frei ist. Fühlen Sie sich benachteiligt? Nein. Fühlen Sie sich behindert? Nein. Verhindert, aber nicht behindert. Wie ist das bei Ihnen, Herr Bürgler? Benachteiligt fühle ich mich nicht. Ich
Ich habe momentan alles, was ich brauche zum Leben. Ich habe eine Frau, ich habe einen Beruf, ich habe ein Einkommen. Hingegen, ich fühle mich behindert. Ich finde auch, ich bin in einer Behindertenorganisation und ich zähle mich auch zu den Behinderten. Woher kommt jetzt der Unterschied? Was ist das, was Sie als behindert bei sich empfinden? Ich sehe in der Behinderung, dass unsere Knochen rascher durchgeraspelt sind. Denn wenn ich 5 Schritte mache, muss ein anderer nur 3 Schritte machen. Ich muss tagtäglich so und so viele Bewegungen zusätzlich machen, die ein anderer nicht machen muss. Also für mich ist ein Stegentritt viel, viel höher als für einen anderen. Wenn ich am Morgen gehe, Zähne putzen, muss ich auf Schömmeli raufklettern und muss wieder oben runterklettern, was ein anderer nicht machen muss. Das ist ein körperlicher Mehraufwand, den ein sogenannter Nichtbehinderter nicht hat. Du willst du das Licht brennen lassen? Dann musst du mal schauen. Also ich wäre gern Kindergärtnerin geworden oder Krankenschwester oder Arzthelferin in dem Bereich. Dann hat man aber gesagt, von der Größe her ginge das nicht. Und dann musste ich so einen Test machen. Vom Malen und so Geschicklichkeitstest. Und dann hat die Berufsberatung gesagt, es gelte nur Uhrmacher, Goldschmied, also sitzender Beruf. Und dann bin ich Uhrenremonteurin geworden. Aber auch nur mit weil ich es machen musste, gefallen hat es mir überhaupt nicht, damit ich Lehre in der Tasche hatte. Ich wäre alles gern geworden. Ich wäre gern Bäcker geworden, ich wäre Kaminfeger geworden und Maurer. Nur einfach nicht zu kaufmännische. Ich kann mich noch erinnern, der Berufsberater hat zu mir gesagt, ob ich gerne Briefmarken sammeln würde. Und ich sagte ja. Und dann sagt er, ja, wieso sammeln Sie die? Und dann sage ich, ja, wegen dem Wert natürlich. Und dann sagt er zu mir, sehen Sie, da ist wieder der typische Buchhalter bei Ihnen dahinter. Und ja, also, er hat mich immer wieder auf das gebracht, dass das wirklich das Beste sei für mich. Und gut, ich meine, ich habe mich dann halt reinbissen und habe das halt gelehrt. Und heute muss ich auch wieder etwas sagen. Ich finde es fast ein bisschen schade, ich bin etwa 10 Jahre zu früh auf die Welt gekommen. Ich glaube, heute wäre ich Programmierer auf der Computerbranche. Die schwierigste Phase ist eigentlich da gewesen, wo die Disco-Zeit angefangen ist, wo alle einen Schulschatz gehabt haben oder einen normalen Freund. Und dann hat man eigentlich erst gemerkt, dass wir klein sind oder anders sind wie die normalen Menschen. Also meine schwierigste Phase im Leben ist ganz klar so das Alter zwischen 16 und 19 gewesen, bis ich mich einfach einmal zuerst damit abgefunden habe, dass ich anders bin, dass natürlich gewisse Sachen gibt, die ich nicht kann und eben halt doch wieder Pubertät, einfach das andere Geschlecht, keine Möglichkeit haben, einen Schulschatz zu haben oder keine Freundin zu haben. Das war doch eine bitterböse Zeit. Beide werden ständig angenutzt. Wie lernt man damit umzugehen?
Wir sehen das nicht mehr. Also rein zu glotzen sehen wir nicht mehr. Die anderen sehen es. Wenn Leute mit uns irgendwo vorgehen, dann sagen die, Mensch, nochmal, was ist denn so besonders an euch, dass man euch immer anschaut? Wir sehen es nicht mehr. Wie ist das bei Ihnen, Frau Bürgler? Also, Kanton Zürich sehen wir es nicht, aber wenn wir in kleineren Dörfern gehen und so, dann ist letzten Sonntag zum Beispiel, da ist mir das so extrem aufgefallen, wo wir in Laufenburg waren, Drehorgel treffen, alle gucken, sollten Drehorgel angucken, aber was machen jetzt? Alle stehen so um uns herum und gucken uns an, im Halbkreis. Also, was machen Sie denn in so einer Situation? Wehren Sie sich? Laufen Sie davon? Also ich laufe hier und da davon, verstecke mich in einer anderen Menschenmenge. Was ärgert oder verletzt Sie heute am meisten? Das Wort Zwerg, Lilliputaner, das sind die beiden Worte, wo wir doch sehr allergisch drauf sind. Warum? Weil Zwerg ist ein Fabelwesen. Zwerg bringt auch den Begriff mit sich klein, dick, dumm. Wir sind alle drei Sachen nicht. Ich bin zwar ein bisschen fest, aber nicht dick. Aber mit dick ist natürlich etwas anderes, etwas verbunden, wo man damit anschaut und eben dumm. Also das Wort Zwerg, das sind doch, da sind wir doch sehr allergisch drauf. Und auch Lilliputaner. Auch Lilliputaner ist ein Fabelwesen aus dem Merlin Gullivers Reisen. Wir möchten kleinwüchsig genannt werden. Es gibt so etwas wie ein gesellschaftliches Vorurteil gegenüber kleinen Menschen. Und das könnte abgekürzt heissen, Kleinwüchsige gehören in den Zirkus. Spüren Sie das auch? Ja, natürlich. Das ist das Image, das wir heute eigentlich noch damit immer noch zu kämpfen haben, das Zirkus-Image. Immer das ständige Aufklären zu Leuten, dass wir nicht zum Zirkus gehören, wenn wir angesprochen werden, dass wir auch nicht in den Zirkus wollen, weil wir finden, es ist eine reine Darstellung vom Körper, wenn die sogenannte Lilliputaner im Zirkus auftreten. Und das möchten wir nicht. Dann meistens etwas Wertvolles, Artistisches oder Clownartiges leistet es ja nicht. Es wird ja meistens über den Körper gelacht. Also die krasseste Diskriminierung für mich ist die, die vom Vaterstaat ausgeht. Wenn wir uns stellen beim Militär, heisst es ganz klar, wer 1,52 m und drunter ist, kann kein Militär machen. Und dann zahlt man dafür Militärpflichtersatz. Das ist eine Steuer, die ich einfach absolut nicht verstehe. In unserer reichen Schweiz zahlt man eine Steuer für das, dass man vom Militär ausgestoßen wird, obwohl das ganz sicher Arbeiten gibt beim Militär, die wir auch verrichten könnten. Kleinwüchsige Menschen sind in der Schweiz organisiert durch die Vereinigung Kleiner Menschen der Schweiz. Unsere Hauptziele sind Geselligkeit, der Gedankenaustausch. Wobei unter dem Gedankenaustausch muss man einfach verstehen, sämtliche Tipps gegenseitig austauschen. Dann auch Tipps, wo man was am besten überkommt, vor allem Kleidung, Schuhe. Und ich glaube, unser Verein fördert natürlich auch, also indirekt fördert, indem man in den Verein geht, hat man die Möglichkeit, einen Partner zu finden. Wir haben leider nur 100 Mitglieder. Und ich nehme an, dass viele nicht in den Verein wollen, die auch zu dem Verein gehören würden, weil sie ihre Körpergröße gar nicht akzeptieren. Erinnert sich noch, wie das für Sie war, als Sie das erste Mal mit mehreren kleinwüchsigen Menschen zusammengekommen sind? Brutal. Warum? Ja, ich habe den Leuten nicht in die Augen geschaut. Ich habe immer über die Köpfe rausgeschaut. Ich habe automatisch den Kopf geschaut, bis ich gemerkt habe, ich kann ja jemanden beim Stehen geradeaus in die Augen schauen. Und das war ein Wahnsinn. Das ist ein wahnsinniges Erlebnis. Also ich hatte lange etwas verkraftet. Das kann man sich nicht vorstellen als Grossgewachsener. Wenn man das erste Mal einem erwachsenen Menschen vis-à-vis steht und ihm in die Augen schaut. Meine Kinder, ich finde. Es ist natürlich schon eine schwelle Angst. Ich meine, wenn ich als Kleinwüchsige, ich schaue mich ja als normal an. Wenn ich jetzt hier in die
in die Vereinigung gehen. Ich habe vielleicht schon im Fernsehen von denen gesehen, alles so kleine, oder? Da dachte ich mir, Gott, das will ich. Ich bin doch nicht die. Ich gehöre da auch nicht dazu. Und das ist eine Schwellenangst, die man hat. Sein eigenes Spiegelbild irgendwo von einem Arzt sehen und zu sehen, Jesus Gott, die sind auch klein. Bin ich so? Sehe ich so aus? Mm-hmm.